Wahnsinn, jetzt habe ich mir hier die jüngeren Sandfußrieblinge von der Stelle geschnappt und habe noch was Spektakuläres entdeckt. Zumindest finde ich das spektakulär, weil ich sowas in all den Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch nie gesehen habe. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer ersten Waldrunde im Pilzmonat Februar. Ja, die Wettervoraussetzungen sind eigentlich top und ich bin schon mega gespannt, was mich erwartet. Ich möchte heute in dem Habitat vorbeischauen, wo wir im Dezember ganz, ganz viele Sachen haben stehen lassen, unter anderem Austernseitlinge. Da schauen wir jetzt dann gleich hin. Da liegt nämlich ein bisschen weiter hinten hier ein Laubholzstamm, auf dem ganz viel los sein könnte, gerade was die Austernseitlinge betrifft. Ja, und ansonsten schauen wir so ein bisschen rum. Letztes Jahr gab es gerade zum Start in den Februar bei einer ganz, ganz ähnlichen Witterung ganz, ganz viele rauchblättrige Schwefelköpfe. Schauen wir mal, ob die heute vielleicht auch zu finden sind. Ja, und ansonsten schauen wir so ein bisschen rum. Vielleicht gibt es ein paar Drüslinge, ein paar Judasohren, ein paar Rindenpilze, ein paar Sandfußrüblinge. Und dann schauen wir einfach mal, was der Start in den Februar heute für uns bereithält. Ich bin gespannt, freue mich auf die Waldrunde und würde mich natürlich freuen, wenn es mich auf der Waldrunde wieder begleitet. Auf geht's! Es ist wirklich immer das Gleiche. Man findet Arten über Jahre nicht, dann macht man den Erstfund und plötzlich tauchen die dann überall auf. Von wem ist die Rede? Vom angebrannten Rauchporling, den wir hier vor uns sehen. Was macht mich so sicher, dass es der angebrannte Rauchporling ist? Ja, die Farben sind typisch und das Verhalten auf Druck. Man kann schon sehen, hier haben wir eine Stelle, die schwärzlich verfärbt ist, da haben wir eine Stelle, die schwärzlich verfärbt ist. Und an beiden Stellen habe ich schon den Drucktest gemacht. Das heißt, Poren andrücken, ja, und die verfärben sich ganz charakteristisch schwärzlich. Ja, und was sonst hier auf dem Substrat los ist, ist der absolute Oberhammer. Denn überall fangen hier jetzt nochmal relativ spät im Jahr anscheinend die Austernseitlinge zu wachsen an. Da sehen wir überall ganz, ganz kleine Fruchtkörper. Das hier vorne, in der Bildmitte jetzt, werden auch welche sein. Und hier drunter sehe ich auch überall stecknadelkopfgroße Austernseitlinge. Das war es aber noch nicht, denn ja, wer den Stamm vielleicht schon aus dem Dezember kennt, weiß, hier drauf wächst einer der beiden Galertbecher. Und zwar in Massen. Schaut es euch an, der komplette Stamm ist voll. Und so haben wir schon an der ersten Stelle hier drei Arten vor der Kamera gehabt. Aber auch das war es noch nicht, denn hier vorne haben wir schon die Art Nummer 4. Und zwar den gemeinen Spaltblättling, der hier auf dem Substrat auch ein paar Fruchtkörper gebildet hat. Spaltblättling wird die Art bezeichnet, weil sie gespaltene Lamellen hat. Blättling oder Blätter ist da immer ein Synonym für die Lamellen. Ja, und so haben wir auf den ersten Metern gleich 4 Arten gefunden. Und jetzt geht es weiter an die Stelle, da wo wir die jungen Austernseitlinge haben stehen lassen. Und dann schauen wir mal, ob die noch da sind und in welchem Zustand die sind. Auf dem Weg zu den Austernseitlingen zeigt sich hier tatsächlich schon der nächste Fund. Und zwar sollte das der warzige Drüsling sein. Im Gegensatz zum abgestutzten Drüsling sind da die Fruchtkörper meistens ja, mehr flach aufliegend, nicht so abstehend. Die haben auch nicht diese an Judasohren erinnernde Form. Ja, und sind allgemein so ein bisschen glatter und weniger stoppelig. Wahnsinn, was hier los ist, aber gut. Ja, wir haben milde Temperaturen, einen sehr feuchten Boden, wir hatten Regen. Und da fühlt sich alles, was in Richtung Drüsling oder Winterpilz geht, dann eigentlich doch relativ wohl. Ja, es ist eigentlich fast kein Vorankommen. Egal wohin man schaut, hier spitzen jetzt überall junge Austernseitlinge raus. Ist ja der absolute Oberhammer. Ich kenne das so aus den letzten Jahren eigentlich überhaupt nicht, dass jetzt so spät im Jahr oder so spät im Winter nochmal so viele junge Austernseitlinge zu finden sind. Klar, man kann die schon im Januar und auch Februar normalerweise noch vereinzelt finden, aber so großflächiges junges Wachstum kenne ich aus den letzten Wintern eigentlich nur aus dem November und Dezember und vielleicht, wenn es gut gelaufen ist, noch Anfang Januar. Hier haben wir nämlich ja, wieder ein ganz, ganz tolles, schönes Büschel mit jungen Austernseitlingen. Hier oben geht es weiter. Ja, und ich befinde mich tatsächlich jetzt an der Stelle,
wo wir im Dezember die ganz, ganz vielen Austernseitlinge haben stehen lassen. Ja, und mindestens ein Büschel ist noch da und in erstaunlich gutem Zustand. Ja, und da würde ich sagen, haben wir gleich mal die ersten Speisepilze für den Speisepilzkorb. Wunderbare Austernseitlinge. Wer hätte es gedacht? Ja, nicht nur, dass die noch da sind, sondern dass die auch noch in so gutem Zustand hier auf diesem Laubholzstamm zu finden sind. Ja, ich bin gar nicht lang unterwegs. So viele Funde schon auf den ersten Metern. Macht richtig, richtig Spaß heute. Natürlich musste ich jetzt auch noch kurz auf die andere Seite schauen. Und auch hier Wachstum bei den Austernseitlingen. Ah, ist das herrlich. Schaut's mal, während hier unten auf diesem abgebrochenen Stamm relativ junge kleine Austernseitlinge wachsen, wachsen hier drüben tatsächlich fast identisch große gemeine Spaltblättlinge. Ja, eigentlich kann man die beiden Arten nicht miteinander verwechseln, aber ich sage immer so gern, lieber ein Pilzvergleich zu viel als zu wenig. Und deswegen würde ich sagen, schnappen wir uns mal einen von den großen Spaltblättlingen und einen von den kleinen Austernseitlingen und dann vergleichen wir die beiden Arten mal. Hier jetzt der versprochene direkte Vergleich vom Außenseitling rechts und vom gemeinen Spaltblättling links. Der Spaltblättling ganz, ganz typisch mit den gespaltenen Lamellen, ja, mit den so ein bisschen wärmeren, bräuneren Farben. Auf der Hutoberseite fällt dann der Unterschied noch deutlicher aus. Warum? Ja, das zeige ich euch natürlich. Während nämlich der gemeine Spaltblättling nicht nur eine ganz, ganz typische, so ein bisschen raue, filzige Oberseite und auch nicht diese typischen Austernseitlingsfarben besitzt, ja, besitzt der Austernseitling natürlich die typischen Austernseitlingsfarben und eine relativ glatte und eben nicht filzig raue Huthaut. Schaut's mal, wer jetzt fast noch besser aussieht als damals im Dezember. Unser Igelstachelbart ist immer noch da, hat sich jetzt richtig mit Wasser vollgesaugt, ja, und sieht eigentlich fast frischer aus, als wir ihn damals im Dezember abgelichtet hatten. Wollte ich euch jetzt nochmal zeigen, ja, bin mega gespannt, was aus dem hier wird, ob er vielleicht noch die ein oder andere Spore hier verteilen konnte. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es dann doch mal hier draußen einen Wildfund vom Igelstachelbart. Ich bin mega gespannt, wie sich das entwickelt und hoffe natürlich, dass dieses tolle Stück Totholz hier liegen bleibt. Der Winter 2023-2024 ist bei uns in Oberbayern tatsächlich einer der besten Winter für den goldgelben Zitterling. Hier haben wir nämlich schon den nächsten Fund. Ja, und der war bei uns wirklich ein echter Dauerbrenner. Allzu viel möchte ich über den goldgelben Zitterling heute gar nicht erzählen. Warum? Ja, wir haben erst vor ein paar Tagen das Pilzporträt zur Art aktualisiert. Wen die Art im Detail interessiert, vom Speisewert über den Verwechslungspartner bis zu einer genauen Beschreibung und zum Habitat, ja, für den hat man wie immer das Pilzporträt zur Art in der Videobeschreibung verlinkt. Für die, die vielleicht so ein bisschen einen schwachen Magen haben oder die, ja, Schleimigkeit ein bisschen eklig finden, die sollten die nächsten 20, 30, 40 Sekunden überspringen, denn ich möchte euch noch was zeigen. Diese goldgelben Zitterlinge, ja, die wachsen ja normalerweise auf Totholz. Wenn die aber älter und größer werden und dann langsam auch schon am Vergehen sind, dann lösen sich diese Fruchtkörper vom Substrat, fallen auf den Boden und sehen dann, Achtung, wie gesagt, ja, wer Schleimigkeit nicht so mag, bitte wegschauen, so aus. Ja, sieht richtig unappetitlich aus, eine richtig, ja, wie soll ich es beschreiben, weiche, glibbrige, schleimige Masse, will ich gar nicht anfassen mit meinen Händen. Ja, und wenn natürlich ein goldgelber Zitterling so einen Zustand erreicht hat, dann sollte man auch nicht mehr auf die Idee kommen, den in irgendeiner Form zu verzehren. Wenn ihr den goldgelben Zitterling wegen seiner Heil- und Vitalpilzeigenschaften verzehren wollt, dann sollte er unbedingt noch mit dem Substrat verbunden sein und eine intensive goldgelbe Farbe besitzen. Und alles Weitere, wie gesagt, dann gerne über das in der Videobeschreibung verlinkte Pilzporträt zur Art.
Wahnsinn, was hier und heute geboten ist. Man hat wirklich das Gefühl, die Pilze sagen, jawohl, jetzt ist es endlich mild, wir haben endlich Feuchtigkeit, jetzt müssen wir das nachholen, was wir im Januar bei dieser Dauerfrostperiode verpasst haben. Hier haben wir schon den nächsten Fund. Ist es das Judasohr? Nein, es ist jetzt nicht der warzige Drüsling, nicht das Judasohr, sondern der abgestutzte oder stoppelige Drüsling. Woran kann man es erkennen? Ja, erstmal das Substrat ist typisch. Wir hatten ja jetzt gerade schon den goldgelben Zitterling auf Eiche und hier haben wir jetzt den abgestutzten Drüsling auf Eiche. Was ist noch typisch? Diese dunklen, satten, schwarzen Farben und die stoppelige Innenseite. Ich denke, gerade jetzt in der Bildmitte kann man das einigermaßen gut erkennen, wenngleich diese Stoppeln dann doch eher so ein bisschen dezent ausfallen und man schon genau hinschauen muss, dass man diese Stoppeln erkennen kann. Ja, bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, die 10 Arten werden wir heute tatsächlich knacken und das im Februar. Ja, das ist im Winter auf alle Fälle nicht unbedingt alltäglich, vor allem, wenn man das zu den so ein bisschen artenarmen Waldrunden im Januar dieses Jahr vergleicht. Den abgestutzten Drüsling hatten wir zwar schon, aber ich muss euch diesen Spot noch zeigen. Schaut's mal, wie großflächig hier der abgestutzte Drüsling diese umgestürzte, relativ junge Eiche besiedelt. Ein Fruchtkörper neben dem nächsten. Wunderbar, das hier so anzuschauen. Schaut's mal, wen ich schon wieder gefunden habe. Für diese Burschen gilt eigentlich das Gleiche wie für den goldgelben Zitterling, haben einen absolut bombastischen Winter erwischt. Von wem ist die Rede? Ja, schon wieder vom grausen Adernzähling. Den hat man im Prinzip auf jeder Waldrunde im Januar gefühlt 10-mal. Ja, und auch heute zeigt sich der grause Adernzähling. Wie schon ein paar Mal erklärt, kein Speisepilz. Warum? Ganz, ganz dünne, blattartige Konsistenz. Ja, und damit in Kombination mit der Größe nicht als Speisepilz zu gebrauchen. Aber schon wieder eine weitere Art auf der heutigen Fundliste und ich zeige euch mal kurz das Habitat. Der letzte Spot mit den abgestutzten Drüslingen ist da vorne. Also, wie ihr seht, 2 Meter gehen, eine Art finden, 3 Meter gehen, 2 Arten finden und so geht es hier die ganze Zeit weiter. Was für ein phänomenaler Start in den Februar. Schaut es nicht toll aus? Auch die Samtfußrüblinge haben hier nochmal ganz, ganz tolle und auch ein paar größere Fruchtkörper gebildet. Da würde ich sagen, haben wir nochmal ein paar Kandidaten für den heutigen Speisepilzkorb. Wunderbar. Was ist besser als frische Samtfußrüblinge in einem bekannten Habitat oder an einer bekannten Stelle? Genau, Wachstum von Samtfußrüblingen an einer Stelle, wo man sie vorher noch nie hatte. Hier haben wir tatsächlich eine neue Stelle entdeckt, die wir dann gerade mit Blick auf den nächsten Winter häufiger kontrollieren müssen. Gerade so Stümpfe sind sehr, sehr ergiebig. Warum? Ja, die bieten, ich will nicht sagen unendlich, aber für viele Jahre Nahrung und kommen in der Regel im Gegensatz zu dicken Laubholzstämmen normalerweise auch nicht weg. Ja, ich denke mal, die da vorne können wir uns nochmal genauer anschauen. Vielleicht sind es nochmal Kandidaten für den Speisepilzkorb. Wahnsinn, jetzt habe ich mir hier die jüngeren Samtfußrüblinge von der Stelle geschnappt und habe noch was Spektakuläres entdeckt. Zumindest finde ich das spektakulär, weil ich sowas in all den Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch nie gesehen habe. Ein extrem dünnes, zierliches, kleines Laubholzästchen, auf dem sich Samtfußrüblinge angesiedelt haben. Absoluter Pilzwahnsinn. Wollt ihr sehen? Ja, natürlich nichts für den Speisepilzkorb, also wenn es um Speisepilze geht, ja, für den vielleicht nicht so interessant, aber wenn es um die Faszination Natur geht, ja, dann ist es schon ein wirklich verrückter Anblick. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Mini-Samtfußrüblinge auf einem extrem dünnen Ast. Ja, und hier sogar noch kleiner. Kamera kann es kaum fokussieren. Wahnsinn!
Ich glaube, diese Stümpfe hier im Unterholz, die ich nie kontrolliert habe, hätte ich öfter kontrollieren sollen. Einmal umgedreht, der nächste Spot mit, natürlich, Samtfußrüblingen. In dem Fall leider durchgängig zu alt, dafür aber nicht alleine. Schaut's mal, überall auf diesem Stumpf befindet sich nämlich auch, hier noch ein bisschen besser zu sehen, der violette Knorpelschichtpilz. Ja, und es kommt gar nicht mal so selten vor, dass die Samtfußrüblinge und der violette Knorpelschichtpilz auf dem gleichen Substrat vorkommen. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich in ein Wespennest gestoßen. Und zwar in ein Samtfußrüblings-Wespennest. Auf jedem Stumpf kann man hier jetzt verschieden alte und teilweise auch noch wunderschöne junge Samtfußrüblinge finden. Wahnsinn, wie das hier abgeht. Egal auf welchem Stumpf man schaut, überall Samtfußrüblinge und Knorpelschichtpilze. Ja, hier werde ich mich jetzt noch mal ein bisschen austoben und mir die schönsten Fruchtkörper von diesem Stumpf schnappen. Was für ein phänomenaler Start in den Februar. Ja, und irgendwie auch doch überraschend, wenn man bedenkt, ja, eigentlich hätte ich es anders erwartet. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass man noch so schöne Austernseitlinge finden kann, dass die Austernseitlinge noch so loslegen, ja, dass man so viele neue Stellen mit Samtfußrüblingen entdecken. Das scheint da ein ganz, ganz tolles Habitat zu sein, das wir am Ende entdeckt haben. Ja, und ich hätte eher damit gerechnet oder darauf gehofft, dass sich hier in den so ein bisschen von Nadelholz dominierten Abschnitten mit auch so ein paar Stümpfen, ja, ein paar von den rauchblättrigen Schwefelköpfen finden lassen. Die waren aber heute komischerweise gar nicht da. Vielleicht war es dann doch in den Nächten noch ein bisschen zu kalt. Ja, bin schon gespannt auf die nächste Tour. Dann werden wir auf alle Fälle nochmal ein ganz, ganz typisches Habitat der rauchblättrigen Schwefelköpfe fahren. Warum? Ja, wir haben jetzt dann nicht mal mehr Nachtfrost. Das heißt, überhaupt kein Frost mehr. Ja, und wenn jetzt dann rauchblättrige Schwefelköpfe wachsen, kann man die auch völlig ohne Bedenken für Speisezwecke sammeln. Bin gespannt drauf, ob sie sich so zahlreich zeigen wie im letzten Jahr. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann. Eine Frage an die mitleidenden Pilzverrückten. Ja, kleiner Scherz am Rande. Könntet ihr an sowas vorbeigehen? Ja, ich kann es nicht und ich würde sagen, auch wenn das Video eigentlich schon vorbei ist, wir müssen da nochmal hinschauen. Wie kann es sein, dass ich so oft in diesem Habitat unterwegs war und nie in diesem Teil von dem Wald unterwegs war? Hier ist wirklich so, auf jedem zweiten Stumpf Samtfußrüblinge. Schaut euch das mal an, wie die hier wachsen. Gut, wieder überwiegend auch alte Fruchtkörper, aber gerade hier vorne, ja, da wären sicherlich noch ein paar Fruchtkörper dabei, die Top-Qualität haben. Ja, also das freut mich ja riesig, dass wir da auf so eine tolle Samtfußrüblingsecke gestoßen sind. Ja, und wer fehlt auch hier wieder nicht? Schaut's mal. Da nochmal ein frischer Fruchtkörper vom violetten Knorpelschichtpilz. Ganz, ganz typisch. Jetzt seid ihr mich aber los. Habt ein schönes Wochenende und bis bald.